Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich habe sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, mehr oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Yo, 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 steigt hier oben bald die Party oder was? Klar, Mann. Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stop. Ich meinte nur das. Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt, dieses blöde Ding. Vereist? Was sonst? Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Es gibt tausend Wege da rein, nur alle verschlossen. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht aufmachen könnten. Warte mal kurz, du meinst also, wir sollten einbrechen? Ich glaube nicht, dass es Einbruch ist, wenn du da wohnst, oder? Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Chris. Und? Wie läuft's bei dir? Gut nur. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Ashley sah heute verdammt heiß aus, oder? Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Ja, absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann, sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. schon gut, kapiert. Wow. Also, wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Denk dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier vier entzückende Ladies, die sich den Hintern abfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Ah.
alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. War ich das? Ich glaube nicht. Hier, nimm das. Oh, Chris, ich habe gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich habe noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und husch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Ha, echt cool.
Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der doch hier draußen. Ah. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit! Mann, das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby-Vielfraß. Baby? Keine Sorge, du wirst bald ein großer Junge sein. Home sweet home. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch! Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow. Ganz ruhig, Cowboy. Mike, Finger weg von meiner Freundin. Alter, wovon redest du? Lass die Finger von Emily! Emily? Ich habe absolut kein Interesse an Emily. Okay. Okay. Was ist los mit dir, Mann? Vergiss es. Bin ausgetickt. War ein langer Tag. Ja, dann tick nicht nochmal aus. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt! Halt dich da raus, du Trottel! Hey, pass auf! Ach, außer dir darf ihn keiner runtermachen. Gehört dein Spielzeug allein dir. Du bist so ein Miststück. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen.
Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Sie legt ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, Em, vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Im Exil. Im Sexil? Nichts dagegen. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Git. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein! Knackarsch, Fotosession? Klar doch, super Einfall. Okay. Oh mein Gott, das ist perfekt. Wir sind so ein heißes Paar. Krass, wie ein Model. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Hey, vermerkt. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech.
Okay. Mal sehen. Boom. Sehr gut, Mikey. Du bist echt genial. Da! Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Jess! Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut! Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Okay. Hilf mir schieben! Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Poser.
Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren. Wer wohl hier war? Wow. Das hier ist ja historisch. Oh, wie abgefahren. Das ist von den Ureinwohnern, oder? Ich glaube nicht, dass die Bergarbeiter eine künstlerische Ader hatten. Nein. Nein, genau. Das ist wie eine Art Schrein oder sowas. Ein Schrein? Wofür? Alles klar? Ja, war knapp. Von Sicherheitsvorschriften halten die hier wohl nichts. Ja, ich finde, wir sollten jetzt hier raus. Der Laden ist die reinste Bruchbude. Ach, endlich ein kleiner Hoffnungsschimmer. Sieh an, als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans Weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln Street siehst. Oh, hast du vor, mir den kleinen Präsidenten zu zeigen? Lust auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, Spaß dir für die Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh, wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Okay, lass mal sehen. Hey, Jazz? Mhm? Bleib dich bei mir, okay? Was ist los? Ach, am Brett steht, dass sich hier oben manchmal Braunbären rumtreiben. Oh, Michael! Ich habe eine Mega-Idee. Was? Los, wir streichen einen Bären. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben.
Hat mich erschreckt. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Oh, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, buh! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Okay. Okay, wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Sammy! Was? Kannst du mir helfen, das Feuer anzukriegen? Ich wollte gerade in die Wanne. Oh! Oh, kann ich dir dabei irgendwie behilflich sein? Ha, ha, ha! Komm schon. Okay, Josh, dann zeig mal, ob du in deiner schicken Lodge auch das Warmwasser anstellen kannst. Das schreit, glaube ich, nach Mike. Okay, Lester Mulder, wisst ihr was? Ich weiß da was für euch zwei. Was? Okay. Na, ich bin ziemlich sicher, irgendwo in dieser Irrenbude hatten wir mal ein Hexenbrett. Ein was? Wow, du hast ein Hexenbrett? Die Dinger sind ein Witz, Mann. Totale Verarsche. Quatsch nicht, Bro. Wir haben das früher ständig gemacht. Ich und... Ja. Hey, Josh, kein heißes Wasser ist irgendwie mieser Service, findest du nicht? Ja. Ja, man muss nur den Boiler anschmeißen. Er ist im Keller. Okay, ihr zwei, schaut doch bitte mal nach dem Hexenbrett. Chris, na los, suchen wir es. Das wird wie eine Schnitzeljagd.
Okay. Dann los. Cool. Ihr werdet es nicht bereuen. Na, Lust, mich zu begleiten? Hey, hast du gecheckt, dass ich Chris und Ash zusammen losgeschickt habe? Naja, ich dachte mir, die zwei sollten mal allein sein. Ich wünschte, Chris würde endlich rangehen. Er ist wie gelähmt, weil er glaubt, sie würde ihn abschießen. Das wird nie passieren. Was davon? Nichts davon, wenn er nichts unternimmt. Was er, wie wir Chris kennen, erst tut, wenn man ihm eine Knarre an den Kopf hält. Weißt du, Sam? Ja, Josh. Ich wollte nur sagen... Was? Es bedeutet mir wirklich viel, dass alle dieses Jahr wieder hier sind und dass du da bist, Sam. Josh, wir sind für dich da. Ehrlich, was auch immer du brauchst. Jederzeit. Wir werden das zusammen durchstehen. Wir alle. Ich will, dass wir alle Spaß haben, weißt du? Geh schön langsam. Ich glaube, Treppen laufen kann ich schon ganz allein. Sorry, dass ich dich hier runterschleppe. Besorg mir einfach heißes Wasser und mir geht's super gut. Ich meine, ich würde nicht wollen, dass du allein hier runtergehst. Weißt du? Es ist definitiv gruselig hier unten. Ja? Hier will man nicht unbedingt allein sein. Was macht der denn hier? Ist das deiner? Klar. Ja, ich habe früher immer mit Dad Baseball gespielt. Aber das war, bevor er keine Zeit mehr hatte, was mit mir zu machen. Ach, erzähl's deinem Friseur, stimmt's? Okay, mal sehen, was ich mit diesem alten Heißwassergerät anstellen kann. Hier, kannst du mal halten? Was war das? Was war was? Hey, leuchte hier hin, damit ich sehe, was ich tue. Nicht schlecht. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen den Wasserdruck erhöhen, bevor wir den Boiler in Gang bringen. Hört sich kompliziert an. Nein, ist eigentlich ziemlich simpel. Versuch's nochmal. Das passt doch super. Okay. High five. Yeah. Thank you.
jedenfalls nichts Schönes. Hey, lass das. Ach Quatsch. Ich verarsch dich nur. Oh, du warst wirklich in Panik. Schätzchen, du musst schon wesentlich mehr auffahren, um mir Angst zu machen, okay? Okay, du hörst das doch auch, oder? Josh. Was? Der Rhythmus ist seltsam gleichmäßig. Ich finde ihn nicht gleichmäßig. Vor dem Platzen steht oder ist es ein Problem mit dem Ofen? Unwahrscheinlich. Ist nur meine Meinung, aber ich würde nicht wollen, dass die Hütte hier abfackelt. Ja, klar. Okay. Ah! Oh! Etwa entgehen lassen soll? Ist das dein Ernst? Wusstest du etwa Bescheid? Nein, das hätte ich aber gern. Das war so gut. Ich gebe zu, dass dein dummer kleiner Streich möglicherweise ein bisschen lustig war. Joke-Meister! Hey, ich sagte nichts von Witzen. Ich sagte Streich, der dumm war. Oh, scheiße, du hattest Angst. Gib's zu. Hatte ich nicht! Komm, du hast dir echt in die Hose Josh. Gemacht. Was in aller Welt hast du da an? Ich hab zu Gott gefunden. Bitte sag mir, dass du das Schweigegelübde ablegst. Okay. Hast du wenigstens dieses Dings? Boing! Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Mm. Wisst ihr was? Also, nein. Ich hatte gerade genug Spuk für eine Nacht, okay? Ich sehe ein heißes Bad in meiner Kristallkugel, okay? Viel Spaß noch! Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Okay. Hallo, Erdan Matt. Ich muss die Tasche holen. Kommst du mit? Ja. Ja, ich komme. Bitte sehr, Madame. Oh, danke, Sir. Hey, Em? Ja? Ich finde, wir sollten das Wochenende neu anfangen. Gleich jetzt. Rein Tisch. So? Kein Streit, kein Mike, keine Jess. Nur du und ich zusammen allein in der schönen Natur. Oh, du meinst au naturel. Genau das. Da habe ich nichts dagegen.
Hey, Dummkopf, komm hier lang. Willst du irgendwo mit mir allein sein? Dann komm doch her und find's raus. Matt? Ja? Danke für die Hilfe mit meiner Tasche. Ich weiß, ich kann manchmal anstrengend sein. Kein Problem, Babe. Aber du solltest dran denken, dass ich mehr für dich sein kann als eine große, muskulöse Gepäcksuchmaschine. Kannst du das beweisen? Auf jeden. Was? Auf jeden. Warte, was soll das heißen? Na, auf jeden Fall. Ich dachte, das klingt sexy. Schön hier. Wow. Ja. Und am schönsten ist es hier draußen mit dir, Muskelmann. Ah, ich hab nicht nur Muskeln. Ich hab im Kopf auch was drin. Na, du hast genug im Kopf, um mich zu mögen. Zeig mir die Muckis. Hast du es schon mal draußen gemacht? Was heißt draußen? Nicht im Auto. Ich mag dein Auto. Geräumig. Hättest du hier Platz genug? Eigentlich so Wichtiges in der Tasche? Nur meine Höschen. Die aus Spitze. Na, warum sagst du denn nicht gleich, dass wir so wertvolle Fracht holen? Anderle, Anderle! Wow, Schätzchen, mir war nicht klar, dass dir so viel daran liegt. Dir war nicht... hallo? Warum meinst du denn, mache ich diesen Trip? Okay, na jetzt weiß ich, wie ich dich dazu kriege, zu tun, was ich will, wann ich will. Ist notiert. Keine Kunst, harte Fakten. Bitte sehr, Madame. Danke. Oh, wow, sehr beeindruckend. Was war das? Bestimmt nur ein Tier, oder? Das ist gar nicht cool. Hey, was soll das? Der war vorher noch nicht da. Eine Nachricht? Wow. Das war bestimmt Chris. Oder Josh. Die wollen uns bloß veralbern. Irgendwie uncool, Jungs. Das gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Oh! Matt! Was zur Hölle ist hier los? Was zur Hölle war das? Weißt du, irgendwie ist mir meine Unterwäsche gerade scheißegal. Ich will nur weg hier. Okay. Deinen Gefühlen gegenüber Menschen mit Angst vorm Versagen, die sich sorgen, was andere über sie denken. Hast du auch diese Furcht? Oh.
ist das wahr. Aber es zeigt sich nicht in der Art, wie du dein Spiel spielst, nicht wahr? Nehmen wir mal deine Gefühle gegenüber anderen Menschen unter die Lupe. Was du wertschätzt, was du respektierst bei dir und anderen. Was würdest du sagen, ist bei einer Person wichtiger? Loyalität oder Ehrlichkeit? Du würdest also lügen, um loyal gegenüber einem Freund zu sein, okay? Was ist mit Loyalität oder Nächstenliebe? Solch ein großzügiger Charakter! Wie schön. Na, wieder mal ist uns die Zeit ausgegangen. Wir sehen uns bald wieder. Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Guesthütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess!